Zum 40. Mal fand am vergangenen Samstag in der Sporthalle Mosel das von Karl Remitz organisierte Ultimasters statt. Rund 300 Zuschauer und viele glanzvolle Kickernamen sorgten dafür, dass die Jubiläumsauflage der Traditionsveranstaltung erneut zu einem Fußballfest wurde. Nach spannenden Gruppenspielen traf das Seniorenteam von Borussia Dortmund im ersten Halbfinale auf die VW-Auswahl, die zuvor den Chemnitzer FC ausgeschaltet hatte. Am Ende setzte sich der Favorit aus der Zwickauer Partnerstadt mit 2:0 durch. Im zweiten rein vogtländischen Halbfinale behielt Vorjahressieger VfC Blauen gegen den VfB Auerbach mit 4:2 die Oberhand. Im Endspiel triumphierte das Traditionsteam des Weltpokalsiegers von 1997 über den VfC Blauen trotz eines frühen 2:0 Rückstandes mit 5:2. Mannschaftsleiter Michael Lusch durfte anschließend den Siegerpokal von Oberbürgermeisterin Pia Findeis entgegennehmen. Über einen Pokal durften sich auch zwei Spieler aus dem erfolgreichen BVB-Team freuen. Lothar Sippel wurde als bester Torschütze, Frank Mill als bester Spieler geehrt. Der 55-Jährige zeigte in Mosel nicht nur seine Künste am runden Leder, er stellte auch seine Fähigkeiten an der Kamera unter Beweis und kommentierte die Leistung seines Teams gleich mal selber. Okay, meine Damen und Herren, Sie sehen hier die siegreiche Mannschaft von Borussia Dortmund. Ganz links außen Kalli, der sich tagsüber wieder schon zugeschüttet hat, mit Bier 4 Bockwürste gegessen hat. Ganz rechts sehen wir kleinen Hoppi. Endspiel hat er ganz gut gespielt. Vorrundspiel war nicht so gut, 2 Fehlpässe. Naja, müssen wir uns überlegen, ob wir nächstes Mal wieder einladen. 2 Fehlpässe? Hier haben wir Keule. Keule, hast du ein Tor gemacht? Nein. Raus. Danke. Luschi, hast du ein Tor gemacht? Ja. Gut, bleibst drin. Auszeichnungen gab es auch für die Schirmherren und den Organisator der Veranstaltung. Pia Findeis erhielt ein BVB-Dress mit den Unterschriften der aktuellen Bundesligamannschaft. Der Vater des Zwickauer Oldie-Turniers bekam einen signierten Ball und erneut viel Lob von allen Teilnehmern. Frank Mill sprach hinterher vom besten Turnier, was er in den letzten Jahren erlebt habe. Stellvertretend für die vielen Sponsoren bedankte sich Bäckermeister Hartmut Planitzer am Ende noch mit einem besonderen Präsent bei Karl Remitz, der nach dem 40. Oldie-Turnier die Organisation der 41. Auflage nun in jüngere Hände legen will.